Angst, sagte Martin Luther King. Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort bedroht die Gerechtigkeit an jedem anderen. Wir hören sie uns an, seine Worte, und nicken dabei. Lassen sie nachklingen in unseren Ohren, denn richtig klingen sie. Und weise, so denken wir, sind sie. Und es war ja Martin Luther King, der sie ausgesprochen hat, dieser Riese der Geschichte. Martin Luther King, quel géant de l'histoire, quel homme extraordinaire, quel héros. Quand il parlait, ses phrases étaient pleines de savoir et pleines de sagesse. Et elles le sont encore, car nous les avons conservées, ces citations. Autrefois, quand il était vivant, Martin Luther King disait « Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. » Und wir hören sie uns an, seine Worte, und nicken dabei. Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort bedroht die Gerechtigkeit an jedem anderen. Arrêtez! Und hört doch auf zu nicken. Arrêtez de hocher la tête und hört endlich auf, zustimmend in die Ferne zu blicken. Oder auf mich und mein Mikrofon. Hört auf, mir Ja zu deuten mit euren Köpfen. Ne le faites plus. Hört einfach auf damit. Denn es geht doch nicht darum, wie stimmig oder richtig Worte sind und wie bekannt die Münder, aus denen sie stammen. Nein. Ja, Martin Luther King war ein Phänomen, hat bewirkt, was sich nur die wenigsten erträumt hätten und gekämpft für Rechte, die wir nun selbstverständlich les droits de l'homme nennen. Seine Gedanken aber sprach er nicht aus, damit sie mimisch erwidert werden. Seine Reden hielt er nicht, damit er seine persönliche Zitatsammlung vergrößern konnte. Martin Luther King ne parlait pas devant de grandes foules, pour que les gens lui donnent leur accord en hochant la tête. Il n'osait pas la parole pour que son public l'admire. Au contraire, ce qu'il voulait évoquer par ses paroles, c'était du changement. Il espérait que chacun et chacune parmi nous qui l'écoutait allait se poser des questions. Sa mission, c'était de changer nos perceptions, de s'aimer et de se respecter. Et non pas de se détester ou de s'entretuer. Sein Ziel war Veränderung. Eine Veränderung im Kopf und im Herzen eines jeden, der ihm zuhört. Veränderte Denkweisen, weniger Vorurteile und mehr Menschlichkeit. Une injustice quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Réfléchissons. Posons-nous des questions. Und so lasst uns doch nachdenken über seine Worte. Nicht darüber, wie richtig sie doch klingen und wie wahr sie doch wirken, sondern darüber, erstens, was wir verstehen, zweitens, was wir nicht verstehen und drittens, was zu lernen ist. Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort bedroht die Gerechtigkeit an jedem anderen. Premièrement, erstens, ce que nous croyons comprendre, was wir verstehen. Ungerechtigkeiten, davon hören wir jeden Tag. L'injustice n'est pas un nouveau terme pour nous. Wir bekommen mit, dass Kriege geführt werden, dass es gewaltsame Aufstände gibt, dass Menschen bedroht, verjagt und ermordet werden. La guerre, les conflits militaires, la pauvreté, les famines, tout cela, ce sont que des synonymes de misère et d'injustice. Wir lesen in den Zeitungen von Hunger, Armut, Tod, von Einkommen, mit denen man kaum ein Laib Brot kaufen kann, und von Arbeitsbedingungen, die einem den Toilettengang verbieten, von Ausnutzung, von Ausbeutung, von all dem wissen wir. Und trotzdem sitzen wir vorm Fernseher am Sofa. Denn warum sollten wir auch aufstehen? Warum sollten wir debattieren, gegen all das protestieren? Ich meine,
Uns geht es doch gut, dir und mir. Il y a des femmes et des hommes qui travaillent jour et nuit. Il y a des blessés qui n'ont pas accès aux hôpitaux pour être soignés. Et il y a des enfants qui meurent de faim. Nous, nous savons que cela existe. Nous le savons, ben oui, c'est clair. Mais nous préférons rester assis dans nos fauteuils. Nous préférons ne rien dire, ne rien faire et ne pas agir. Wir denken, all das Brutale, das Grausame, das Böse auf der Welt passiert weit, weit weg von uns. Was soll ich da als Einzelner schon ausrichten? Das ist die Frage. Wir zucken mit den Schultern. Am besten nicht einmischen. Das ist unsere Devise. Zweitens, ce que nous ne comprenons pas, was wir nicht verstehen. Ungerechtigkeiten sammeln sich an, wie Perlen an einer Kette, nur dass diese Kette unsere Gesellschaft nicht schmückt, sondern zur Halsschlinge wird. Les petites injustices, elles se multiplient. Elles se multiplient et c'est ainsi qu'elles gagnent un pouvoir infini. Ungerechtigkeit mag ein großes Wort sein, doch Ungerechtigkeiten sind meist klein und alltäglich und überall vorzufinden und doch gar nicht so schlimm. Das zumindest denken wir. Doch nicht mehr lange und wir werden uns fragen, ob der Begriff Menschheit und der Begriff Menschlichkeit überhaupt vom gleichen Wortstamm stammen. Und wenn ja, was es dann bedeutet, in dieser Welt Mensch zu sein. Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Troisièmement, ce que nous pouvons apprendre. Drittens, was wir daraus lernen können. Martin Luther Kings Worte klingen richtig, weil sie richtig sind. Und mit richtig meine ich nicht rhetorisch klug gewählt und bestens vorgetragen. Nein, seine Worte sind wahr. Cette phrase, ces mots, ils sont pleins de savoir et pleins de sagesse et pleins de vérité. Und das spüren wir. Das spüren wir, das wissen wir und deshalb und nur deshalb nicken wir. Einst sagte Martin Luther King, Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort bedroht die Gerechtigkeit an jedem anderen. Seine Worte, ils étaient révolutionnaires. Und sie waren der Anfang. Der Anfang einer Reihe von Taten, die die Welt verändern würden. Und die Welt immer noch verändern. Nie, niemals dürfen wir sie in unseren Schubladen verstauben lassen. Danke.